Für mehr als 18.000 Einwohner bietet Holzwickede einen attraktiven Lebensraum. Sucht man im World Wide Web nach Holzwickede, stößt man auf eine Vielzahl von Hinweisen. Tendenz steigend. Geografisch gesehen liegt Holzwickede auf 51 Grad 30 Minuten nördlicher Breite und 7 Grad 37 Minuten östlicher Länge. Etwas anschaulicher im östlichen Ruhrgebiet. Genauer zwischen den Städten Dortmund und Unna. Ein gern genutzter Hinweis ist die Nähe zum Dortmunder Flughafen. Holzwickede ist dem Kreis Unna zugeordnet, verwaltet sich jedoch selbst mit eigenem Rat und Verwaltung. Mit den Ortsteilen Hengsen und Opperdicke hat Holzwickede eine Fläche von fast 23 Quadratkilometern. Mit Bahn und Bus erreicht man die umliegenden Städte. Auf der Holzwickeder Webseite findet man allgemeine Infos und spezielle Auskünfte. Eine große Vielfalt ist sofort zu erkennen. Trotzdem ist alles überschaubar. Das ist der eigentliche Vorteil dieser Gemeinde. Es gibt ausreichend Kindertageseinrichtungen für die Kleinsten. Und ein großes Angebot ist auch bei den Schulen zu finden. Für das Freizeitangebot ist seit Jahren mit mehr als 60 Vereinen gesorgt. Dazu kommen die Sportstätten und das Freibad Schöne Flöte. Haus Opperdicke, der Emscher Quellhof, einige Industriegebäude und die Kirchen sind Blickpunkte in der Gemeinde. Die Bebauung in Holzwickede ist in den letzten Jahren stetig vorangeschritten und hat noch ausreichend Kapazitäten für weitere neue Bürgerinnen und Bürger. Einzel- und Großhandel haben den Standortvorteil erkannt und sich bereits zahlreich angesiedelt. Im neuen Gewerbepark Ecoport konnte im Jahr 2008 der 1000. Mitarbeiter begrüßt werden. Marktführer unterschiedlichster Branchen verhelfen Holzwickede zu einem hohen Bekanntheitsgrad. Regelmäßige Veranstaltungen werden oft in Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna realisiert. Dazu besteht die Möglichkeit, im Haus Opperdicke und im Freibad Schöne Flöte Events zu erleben. Rad- und Wanderwege rund um und durch Holzwickede sind gut ausgewiesen. Vom Emscher Quellhof beginnt ein über 100 Kilometer langer Radweg entlang der Emscher durch das Ruhrgebiet. Auch die Ruhr, der Fluss, der unserer Region den Namen gab, fließt ein Stück an der südlichen Gemeindegrenze entlang. Naherholung, die Natur entdecken, entspannen, das ist gerade in Holzwickede des Süden vielfältig möglich. Eine gute Infrastruktur am Rande des östlichen Ruhrgebiets sorgt dafür, dass Holzwickede bei der Standortwahl einen erheblichen Vorteil gegenüber Nachbarstädten hat. Die direkte Anbindung an die Autobahn A44 und die Nähe zu den Autobahnen A1, A2 und A45 ist für den Pendler und Geschäftspartner wichtig für individuelle Mobilität.
Münster, Bielefeld, Düsseldorf, Essen und Köln sind in einer Autostunde. Frankfurt, Bremen und Hannover in zwei Autostunden erreichbar. Die Kombination aus Arbeiten, Wohnen und Naherholung ist der Schlüssel für hohe Lebensqualität. Holzwickede. Hier wohnt man gern.